Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde Landwirtschaftssimulator. Jo, und ihr seht, ich habe ordentlich Kohle gemacht. Wir haben unsere gesamten Bestände sozusagen fast auf den Kopf gehauen. Das Einzige, was wir noch übrig haben, ist hier eine kleine Ladung Weizen. So, und jetzt möchte ich doch einen größeren Ladewagen haben. Ist, denke ich mal, an der Zeit dafür, dass der Kleine hier ausgedient hat. Oh, wir kriegen sogar noch richtig gut was wieder eigentlich. Haben wir nur 10.000 Verlust gemacht dann. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Preis gewesen. Da können wir uns jetzt auch wirklich ein bisschen einen größeren leisten. Wo sind sie denn, die guten Stücke? Da. Ja, es ist ja so, es gibt hier diesen Mängel noch. Der kostet genauso viel wie der alte, hat aber auch nur 25.000. Hätte ich den am Anfang gehabt, hätte ich den auf jeden Fall genommen. So, und dann gibt es natürlich hier diesen hier. Der ist natürlich schweineteuer. Aber ich denke mal, auf die Dauer wird sich das lohnen. Und der hier, der macht dann jetzt auch nur 6.000 mehr und kostet nochmal 20.000 mehr. Deswegen nehmen wir den. Haben wir zwar wieder gut Geld auf den Kopf gehauen. Aber egal. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall halt auch 200 PS, um den zu fahren. Das heißt, den kann nur noch der Fendt hier bewegen. Das heißt, unser nächstes Ziel, auf das wir auf jeden Fall hinarbeiten werden, ist wieder ein richtig schöner großer Trecker. Ich habe da auch schon letztes Mal ein bisschen rumgeguckt. Das wird auch kein billiges Vergnügen werden. So was Kleines hier brauchen wir uns gar nicht mehr angucken. Der lohnte nicht. Ich glaube, hier der war ganz gut preis-leistungsmäßig. Der hat nämlich hier noch eine Variante mit 280 PS. Und ich glaube, das höchste der Gefühle waren sowieso hier irgendwie 312. Es sei denn, man geht hier auf diese ganz, ganz krassen Dinger. Die haben natürlich schon 350 PS. Oder 900er hier. Aber die kosten halt auch dementsprechend mehr. Ein T8. Ja, aber ich sehe, da brauchen wir wieder 250.000 für. Und da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen dran arbeiten, denn dann werde ich das natürlich nochmal genauestens durchgehen, was wir da preis-leistungsmäßig bekommen. Naja, jetzt guckt euch mal das Ding hier an. Was das für ein Geschoss ist. Ja, richtig geil. Und den kann man auch sofort einsetzen, denn ich habe natürlich, wie könnte es anders sein, auch letztes Mal schon Gras vorbereitet, dass wir den hier auch gleich in Action sehen können. Mal gespannt, wie das auch innen drinnen dann so aussieht. Beim Abladen. Und ja, also jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als das Doppelte pro Fahrt, was wir schaffen können. Und das sollte uns doch hier die Arbeitsgeschwindigkeit auch um einiges erhöhen. Ach, guck mal, hier sieht man so ein bisschen, ja, das ist mehr so ein Flackern, aber man kann ungefähr ahnen, was es sein soll. Ja, schön, sieht gut aus. Er fühlt sich natürlich um einiges langsamer, aber ist ja auch ein Riesenwagen. Also guck mal, die Ketten bewegen sich sogar so ein bisschen in der Kratzboden. Sehr nice. Joa, das ist natürlich eine ordentliche Gerätschaft hier. Und das wird einige Zeit dauern, bis er voll ist. Ich bin mal gespannt, wie viel ich da jetzt in einem Stück raufkriege. Da dürfte ich eigentlich gar nicht mal mehr als zwei oder drei Wagen hier schaffen, aber ist ja auch klar, das sind ja dann schon über 120.000, wenn man sich das so überlegt. Kommt natürlich einiges zusammen.
Könnte auch mal wieder eine schöne Mission hier machen. Das ist auch eine ganz angenehme Arbeitsgeschwindigkeit. Jetzt ist er gerade mal halb voll. Nein, 60%. Ja, da werde ich wahrscheinlich zwei Wagen werde ich wohl schaffen. Gut, Leute, ich mache mal hier einen kleinen Cut. Wie das Ding hier voll wird, könnt ihr euch ja vorstellen. Und wir sehen uns dann gleich an der BGA wieder. Bis gleich. So Leute, dann sind wir auch schon bei der BGA. Und jetzt, ich will jetzt halt hier noch diese Grasernte in Anführungszeichen reinkippen, um dann hier das Ding abzudecken. Und dann hoffe ich, dass dieses unsägliche Übergeziehe hier von dem Hexengut aufhört. Ihr seht da auf dem kleinen Fördermarkt liegt schon wieder was Grünes. Das wollen wir natürlich nicht. So, mal gucken, dass wir nicht so einen ganz großen Blechen kriegen am Anfang. Dann müssen wir uns ein bisschen leiser mal fahren. Seht ihr, das ist alles schön gleichmäßig verteilt hier. Ah, sehr geil, guckt euch das mal an hier. Das ist richtig mit solchen. Ja, wie sagt man dazu? Dornbesetzten Rollen? Ich weiß nicht, wie die Dinger eigentlich heißen. Walzen? Auswurfwalzen oder sowas vielleicht? Auf jeden Fall wird das Zeug da richtig rausgerotzt. Und das sieht schon ganz schön geil aus. So, wir haben jetzt 336.000 zurzeit drin. Ich überlege halt stark, mir nochmal so eine Silofräse da anzuschaffen. In Hinsicht, dass es dann relativ uneben ist und ich hoffe halt, dass man damit besser verdichten kann. Naja, wir werden es erleben. Jetzt mache ich auf jeden Fall nochmal die Ernte durch und dann seid ihr wieder dabei, wenn wir wieder ein bisschen Geld verdienen oder vielleicht mal hier mit dem Baumprojekt ein bisschen weitermachen. Irgendwas ist ja immer. Bis gleich, Leute. Hallo Leute und willkommen zurück. Ja, ihr seht, hier ist ungleichmäßig gewachsen. Ich muss ja mal wieder warten ein bisschen. Was aber eigentlich interessant ist, ist hier, ich bin ein bisschen mit dem Bergprojekt, kann man sagen, vorangekommen. Also ich habe hier natürlich schon einige weggemacht. Das Problem ist halt immer, dass die sehr gerne mal hier an irgendwelchen Stämmen hängen bleiben. Und man muss sowieso halt dann irgendwie hier hochfahren und die so ein bisschen anstupsen. Der wäre jetzt ja in dem Fall sowieso zu lang, den können wir nochmal durchschneiden, schnell hier. Und hier ist ungefähr irgendwo. Aber dann wollen die eigentlich ganz cool den Berg runter. Kann sie leider nicht mit der Hand anschubsen. Das wäre jetzt noch richtig premiummäßig, wenn man das noch machen könnte. Und jetzt sieht er, hängt er da an der einen Ecke fest. Manchmal hängt er an den kleinen noch fest. Also es gibt halt tausend Möglichkeiten, hier festzuhängen. Und jedes Mal, wenn man hier quasi ein paar neue Bäume umsägt, bleiben die natürlich auch garantiert immer hinter einem anderen hängen. Deswegen hat sich hier oben schon so ein kleines Mikado entwickelt. Ja, manchmal überlegen sie sich dann von selber, einfach ein bisschen später runter zu rollen. Manchmal rollen sie auch gar nicht runter. Ja, hier können wir eigentlich nochmal schnell wegsägen. Ne? Der blockiert uns hier sowieso alles. Ja, und durch den neuen Ladewagen habe ich dazu endlich mal wieder Zeit gefunden, mich mal hier drum zu kümmern. Weil wir damit halt echt schnell unterwegs sind. Und solange der SC jetzt halt dran hat, rollt er meistens nicht so cool. Aber ohne die SC ist es eigentlich ganz okay immer. Das dauert manchmal so ein wenig. Bisschen in Schwung kommen. Ja, aber da seht ihr jetzt, vielleicht macht sich der auch nochmal auf den Weg. Vielleicht bleibt er auch wieder liegen. Ach, da liegt noch einer drunter. Es ist hier halt, wie gesagt, gerade schon ein bisschen viel am Umliegen.
Ich habe aber auch schon eine ganze Menge wieder aufgeladen. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Hier unten liegt noch ein bisschen kleineres Holz rum. Ich habe versucht, mich jetzt ein bisschen auf die dicken Stämme zu konzentrieren. Wir auch wieder ordentlich Kohle haben für die Lieferungen, die wir jetzt bringen. Aber da sind schon schöne dabei und dieser hier wird auch ein wenig zu lang sein, so wie ich das sehe. Ja. Ich wollte sowieso, ich habe mir nämlich zwischenzeitlich nochmal zwei. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir zwei Gewichte nochmal gegönnt. Die liegen bei der BGA, die habe ich benutzt zum Festfahren. Und wenn ich mit dem hier jetzt gleich tanken fahre, dann werde ich die mal auf dem Rückweg mitbringen. Oder zumindest eins. Dann geht das noch ein bisschen besser mit dem hier. Ja, schade, jetzt habe ich natürlich ein bisschen was verschwendet. Aber ist nicht so wild. Ihr seht ja, wie voll der Wagen schon ist. Also das wird sich wieder gut lohnen. Mal den wegfahren hier. Es war auch ein bisschen Kleinholz dabei und so, aber im Grunde genommen schon ganz gut beladen, finde ich. Wahrscheinlich können wir den noch nicht mal nicht tragen hier. Ja, dachte ich mir doch. Ja, macht aber auch keinen Sinn, den jetzt irgendwie mit auf den Wagen zu schmeißen. Ja, habe auch überlegt, ob ich mir den kleinen Anhänger hierher hole und den dann hier unter den Häcksler stelle. Allerdings ist ja wahrscheinlich dann sehr schnell voll. Wir haben jetzt einfach den hier noch mit drauf und dann düsen wir mal wieder los. Ja, habt ihr gesehen, jetzt ist die obere da gerade noch mal ein Stück gerollt. Also sie haben schon ihr Eigenleben hier so ein bisschen am Hang. Aber ich meine, ich denke mal, die nächsten, die da oben sind, die sollten dann besser sich hier runter bewegen, wenn man sie denn erstmal in die Richtung bekommt. Das ist schon nicht so easy hier mit den Dingen. Ich bin hier auch ein bisschen übertreiben gerade, aber ich will halt den Weg sparen. Ja, knapp. Ja, ich sehe die dann halt immer passend zurecht. Manchmal hat das Glück, dass ich sie schon passend vom Berg schneide, sozusagen. Aber nicht immer. Denkt der natürlich genauso darunter, wenn ich nicht rüber will. Aber wir kriegen ihn schon so. Immer wieder hier mit unserer Gabel fest. Ah. Auch immer ein Leid, ey. So, und da seid ihr hin. Ich glaube, mehr brauchen wir jetzt auch nicht mehr drauf tun. Das ist schon sehr ordentlich gerade, was wir hier so verladen haben. Einmal sichern bitte. Ja, wo war der andere hier? Ja, und ich meine, das habt ihr jetzt ja schon mal gesehen, wie man über die Karte hier fährt. Da mache ich jetzt mal einen kleinen Cut. Ihr könnt nochmal so den Ausblick auf den Berg genießen. Also der soll auf jeden Fall irgendwann mal ein Kalaberg sein, damit wir dann da auch wieder neu anfangen können einzusehen. Ja, bin ich mal gespannt, wie das dann so aussieht und wie sich das so mit den Baumstümpfen auch gestaltet in nächster Zeit. Ich sag mal bis gleich. So Freunde, da sind wir wieder beim Kran angekommen. Hier ist nochmal von hier aus. Also vielleicht sollte ich auch unten erst die Spanngurte lösen. Ja, manchmal steckt man dann wieder oben dann so ein bisschen fest. Das würde sicherlich helfen beim Abladen. Das ist halt schon eine richtig dicke Fuge. Mir ist auch gerade aufgefallen, der andere Anhänger sozusagen, oder der andere Zug hat zwei von diesen Holzanhängern. Auch immer. Ja, man kann das jetzt schlecht einschätzen, sind wir schon an der richtigen Stelle. Versuchen es einfach mal.
Man kann sich ja so ein bisschen rüber ruckeln. Gar nicht so schlecht ist. Und dann gucken wir mal, was wir gegriffen bekommen. Gerade oben sind viele dicke Hölzer drauf gewesen. So, einfach mal hier ran. Und fallen lassen. 1900 hat das schon mal gebracht. Na gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, letztes Mal habe ich mehr rausgekriegt. Jetzt haben wir 7.000, 8.000 bekommen. Mal gucken, was mit der nächsten Schaufel so geht. Habe ich eigentlich schon die richtig dicken Hölzer eigentlich eingesammelt? Na komm. Ja, stehe ich jetzt fest? Oder drehe ich einfach nur in die falsche Richtung? Ah, falsche Richtung, okay. Das waren schon mal über 10. Ja, denn das aktuelle Ziel, Leute, ist auf jeden Fall erstmal ein größerer Trecker wieder. Wir haben nämlich jetzt die blöde Problematik leider, dass wir ja quasi schon mehrere Maschinen nur mit dem End bedienen können. Und das ist auf Dauer natürlich blöd. Denn dann können wir halt immer nur eine Sache zur Zeit machen. Das macht ja keinen Spaß dann. Oh ja doch, aber das lohnt sich doch wieder gut. Unten ist wieder das dicke Holz. Na komm schon, die wirst du ja wohl alle drei schaffen. Gar nicht drei nur. Nein! Wieder welche Pfeile. Ah, er greift da unten so ein bisschen in den Dings rein, in den Wagen. Ah, jetzt habe ich einen. Sehr schön. Und zwar 29.400 genau. 36.000, jawohl. Also es hat doch schon wieder locker über 36.000 gebracht. Wir hatten irgendwie etwas unter 200.000 vorher. Aber wir gucken mal kurz, haben wir überhaupt noch Zeit? Ich glaube nicht, aber egal. Wir gucken mal kurz nach den Traktoren. Also wir brauchen einen Traktor 300 PS. Habe ich mal so als Ziel ausgegeben. Und ja, es gibt halt diese hier. Die haben, der hat jetzt nicht ganz 300 PS. Also in dieser Variante hätte er über 300 PS. Würde uns aber auch 253.000 gleich erstmal kosten. Dann gab es hier irgendwo noch einen anderen. Ah, hier. Genau, der Steyr hier. Der ist eigentlich im Moment mein Favorit, weil da bekommen wir für 238.000 auch 313 PS. Und ich glaube, einen Frontlader kann man hier nicht dran machen. Aber egal. Ja, und diese hier, so, das ist halt alles immer dasselbe. Von da an wird es quasi ein bisschen teurer. Und man könnte jetzt halt überlegen, ob man sagt, ja, ich will aber lieber einen Deutz oder so haben. Ja. Halt, man zahlt dann halt hier ein bisschen drauf. Und diese hier hat halt von Anfang an 300 PS. In New Holland würde ich jetzt irgendwie nicht haben wollen. Weltra wäre noch ganz interessant, aber ihr seht ja, die sind auch schon extrem teuer. Ja, ich überlege mir das nochmal bis zur nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das war jetzt aus mehreren Spielsessions von mir zusammengeschnitten.
Zwischendurch habe ich auf jeden Fall viel Silage gemacht. Die Silage ist komplett weg hier. Und die wartet quasi wieder auf Neubefüllung. Hier hinten habe ich schon wieder angefangen, neue Wein zu hauen. Diese hier müsste auch schon bald fertig sein. Siehst du, die ist sogar schon fertig, habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann können wir nämlich hier bald gleich die nächste Silage machen und eventuell hole ich nochmal ein Förderband dazu, damit ich das ein bisschen besser hinkriege. Was war hier los? Ja, Wolle ist auch schon wieder. Wir haben schon wieder ein Schaf mehr bekommen, ne? So lange sind wir schon wieder unterwegs. Ich würde auch eigentlich noch gerne ein paar mehr Schafe holen, damit sich das mehr rechnet. Viele Ziele, viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.